Wir haben uns viele Gedanken gemacht oder wir machen uns viele Gedanken, eben auch mit vielen, vielen Menschen, die hier über den Podcast zusammengekommen sind. Und das finde ich großartig, wie man sich vernetzen kann und wie man auch ein Business gemeinsam aufbauen kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Mensch, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr, im Jahr 2021, wieder mit dabei seid. Wir starten in das Podcast-Jahr des Business Talk Podcast mit einer Solo-Folge, um euch ein bisschen einzustimmen auf das, was wir in diesem Jahr vorhaben, aber auch das, was gerade so ein bisschen am Markt tatsächlich passiert und in der Welt der Gesundheitsversorgung, insbesondere der ambulanten Gesundheitsversorgung, los ist. Das Thema ambulante Versorgung hat natürlich in diesem Jahr wieder eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben immer noch die Corona-Pandemie, da hat sich so viel getan und viele, viele Dinge gehen natürlich in die Richtung der Digitalisierung. Und das ist so ein bisschen das Buzzword, was uns jetzt nicht nur im letzten Jahr begleitet hat, sondern auch in diesem Jahr natürlich weiter begleiten wird. Und deshalb wollen wir uns auch im Business Talk Podcast eingangs mal die Frage stellen, Digitalisierung ist dann eigentlich noch mehr? Gibt es noch andere Themen, die uns interessieren? Also das ist so ein bisschen wie in der Welt von Corona gerade draußen, habe ich das Gefühl, dass alle denken, es gibt nur noch Corona, aber es gibt eben viele, viele andere Dinge, um die man sich kümmern muss, die aber leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und aber das ist eben nicht hier unser Thema, sondern wir möchten uns ja mit dem Thema ambulante Versorgung und dem Thema Medizin und alles das, was dazu gehört, beschäftigen. Also freue mich wirklich sehr, dass wir wieder hier in dieser Community zusammen sind. Auch im Jahr 2021 wird sich wieder viel tun, wenn ich so das letzte Jahr Revue passieren lasse, nicht nur für mich ganz persönlich, wo sich natürlich unglaublich viel geändert hat. Also jetzt nochmal eine neue Herausforderung mit der Geschäftsführung bei CyberDoc und mit der Platzierung dieser Telemedizin-Plattform am Markt, dass wir da jetzt mit der Videosprechstunde einsteigen und daraus dann mit Kooperationspartnern eine Telemedizin-Plattform aufbauen wollen, die ganz anders ist als das, was wir bis jetzt so in der telemedizinischen Welt kennen oder auch in der Welt der Videosprechstunde, die ja doch immer sehr technisch daherkommt, also ohne den anderen Anbietern in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen zu wollen. Ich glaube einfach, uns hat alle so ein bisschen das letzte Jahr, wo die Videosprechstunde plötzlich explodiert ist, einfach überrannt und überholt. Und deshalb, glaube ich, musste da erstmal was an den Markt, aber das geht es eben jetzt zu entwickeln. Also es geht nicht um eine weitere Disruption jetzt da, dass man plötzlich alles komplett anders macht, aber dass man das Bestehende einfach auch mal weiterentwickelt. Aber natürlich auch dürfen wir nicht anhalten, sondern wir haben uns viele Gedanken gemacht oder wir machen uns viele Gedanken eben auch mit vielen, vielen Menschen, die hier über den Podcast zusammengekommen sind. Und das finde ich großartig, wie man sich vernetzen kann und wie man auch ein Business gemeinsam aufbauen kann. Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss und dass es natürlich auch um wirtschaftliche Themen bei solchen Dingen geht. Aber da werdet ihr sicherlich noch mehr und mehr zu hören. Dann haben wir jetzt ganz spannend die Business Talk Academy, die wir aufgebaut haben, wo wir jetzt gerade den ersten Dreh gemacht haben in dieser Woche, wo wir diese Themen der Zukunft der Arztpraxis und warum soll ich noch in die eigene Arztpraxis gehen, warum soll ich mich niederlassen, dieses Modul haben wir gedreht, aufgenommen, weil wir das online zur Verfügung stellen wollen. Und es gibt ja bei der Business Talk Academy eben immer die Möglichkeit, sowohl online als auch auf eine Präsenzveranstaltung zu kommen und dann berufsbegleitend das Ganze zu machen. Wen das interessiert, schaut einfach mal auf die businesstalk.de-Seite unter dem Reiter Academy nach und da gibt es, glaube ich, sogar noch einen 10%igen Rabatt. Ansonsten schreibt er mich einfach an und dann werden wir da schon einen Weg finden. Ja, worüber sprechen wir jetzt hier heute im Business Talk Podcast? Ich möchte mit euch mal so ein bisschen die Zukunft
über der Praxen reden und ob es eben tatsächlich zu dem Thema oder neben dem Thema Digitalisierung noch etwas anderes gibt. Und ja, natürlich gibt es noch andere Themen und denen wollen wir uns heute zumindest mal so ansatzweise nähern, auch mal einen Ausblick geben. Was ist denn da überhaupt wichtig? Und da steht für mich an erster Stelle immer neben Arzt und Patient natürlich die Mitarbeiter, also das Team und die Mitarbeiterführung. Und das ist sicherlich für jeden Mediziner und Medizinerin oder auch für jeden Studierenden, der also heranwächst und eben in der, wie ihr immer auch wisst und alle wisst, in der Zeit der, des Studiums oder der Ausbildung da keine Informationen zu bekommen, wie führe ich denn Mitarbeiter. Das ist eben ein zentrales Thema. Da muss man sich wirklich mit Experten beschäftigen. Denn immer wenn unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen in Praxen, auch Mitarbeiter, die dann sich neu entwickeln, jeder hat eine neue Herausforderung. Es werden plötzlich in einer Praxis Auszubildende angestellt, wer bildet die aus, wer kann das überhaupt, gibt es da eine gute Grundlage dafür. Dann bilden sich natürlich auch innerhalb der Mitarbeiterschaft Hierarchien aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Persönlichkeiten. Dann kommt es zu Konflikten und das ist nicht nur in der Arztpraxis so, das ist ja in jedem Unternehmen so und man muss eben immer überlegen, wer übernimmt das Ganze dann und wie teile ich das auch wunderbar oder so in der Praxis ein, dass es eben Sinn macht und dass es eben möglichst wenig Konflikte bekommt. Und da gilt es eben auch, alte Strukturen abzubauen. Also nicht immer ist der Arzt und der auch als Chef natürlich fungiert, die letzte Entscheidung haben muss, aber nicht immer ist der letztendlich auch das Händchen dafür hat. Und da gilt es, sich mal mit zu beschäftigen und auch auseinanderzusetzen. Also die Teamkoordination spielt sicherlich da eine sehr große Rolle. Und dann gibt es ein weiteres Thema, das sind die Grundlagen des Wirtschaftens. Das sage ich immer wieder, dass ich mich als Arzt, als Ärztin tatsächlich als Basisökonom einarbeiten muss. Ich sollte eine gewisse Ahnung haben von dem, was ich da tue. Ich muss einen Überblick haben über meine Zahlen. Ich erlebe es immer wieder, gerade jetzt noch eine Praxisabgabe, die ich begleite. Da ist das Verständnis für die Zahlen und für den Umgang mit Zahlen leider immer noch nicht da. Und das macht es natürlich schwer, wenn es dann darum geht, auch über diese Zahlen zu sprechen. Das ist ja nicht immer nur ein Zahlenfriedhof oder einfach nur Zahlen auf dem Blatt Papier. Wie viele Informationen stecken denn in diesen ganzen Zahlen drin? Es gibt ja diese sogenannte Gewinnermittlung für den Arzt. Einige Ärzte bilanzieren mittlerweile auch, weil sie vielleicht in größeren Strukturen zusammenarbeiten, weil sie vielleicht eine MVZ GmbH gegründet haben oder auch haben in dieser Form oder aus anderen Gründen auch, kann ja auch wirtschaftliche Gründe haben, die in der Unternehmensstruktur liegen einfach. Und wir sprechen natürlich genauso über diese BWA, also diese betriebswirtschaftliche Auswertung. Aus meiner Sicht müsste man da für den Arztberuf einen neuen Slogan oder eine neue Form entwickeln, also nicht eine betriebswirtschaftliche Auswertung, sondern eine arztwirtschaftliche oder praxiswirtschaftliche Auswertung, damit wir da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zugang schaffen. Denn dieser Zugang zu diesen Zahlen ist einfach wichtig, um sie interpretieren zu können. Wir haben in der nächsten Woche, habe ich hier ein tolles Interview mit der Jasmin Wenz, die sich um das Thema Abrechnungsberatung kümmert, die auch an einer Akademie Mitarbeiterinnen schult, Mitarbeiter schult. Das ist eben deshalb auch wichtig und auch da ist ein Zahlenverständnis da. Und ich habe letzte Woche schon ein Vorgespräch mit ihr geführt und da haben wir uns darüber unterhalten, wie viel Spaß das auch machen kann, sich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen, wenn man die Zahlen eben vielleicht auch mal ja nicht nur interpretieren kann, sondern vielleicht auch sich Bilder aus diesen Zahlen ergeben. Also wirklich, dass man die so einsetzen kann, wie sie gedacht sind, auch lesen kann, was passiert denn da und auch zwischen diesen Zeilen was lesen kann. Und deshalb ist das enorm wichtig, dass das in Zukunft mehr möglich sein wird. Also auch zu wissen, wo geben wir denn hin und welche Zahlen, also kriege ich diese Zahlen einfach nur geliefert, diese BWA, die vielleicht quartalsmäßig kommt, kriege ich die einfach nur geliefert oder habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, diese Zahlen mir anzugucken und die richtigen Fragen an meinen Berater zu stellen? Also dann ergeben sich vielleicht einige Dinge auch mehr von selber. Also das ist nochmal ein großes Thema, die Grundlagen des Wirtschaftens. Ja, dann natürlich das Thema Praxismanagement. Alles das, was die Organisation der Praxis betrifft, also den Einkauf, die Organisation, habe ich gerade schon gesagt, die Abrechnung, aber auch die Patienteneinbestellung, die Patientenorga, also die Anbindung der Terminkalender, die Einbeziehung der Terminkalender. Wir haben vorhin über
das Thema Videosprechstunde gesprochen. Wir haben jetzt gerade die Einführung des E-Rezeptes. Das ist alles etwas, auch wenn das natürlich wieder ein digitales Thema ist, aber was natürlich sich auch immer wieder findet in den Praxisstrukturen. Und deshalb müssen wir uns in den Praxen damit beschäftigen. Und vielleicht ist es ganz, ganz wichtig, das rechtzeitig zu erkennen und innerhalb des, wir haben vorhin über die Mitarbeiter gesprochen, auch Teams zu bilden und klare Strukturen innerhalb der Praxis aufzubauen. Komme ich aber gleich nochmal eben drauf. Also das Thema Praxismanagement, allein Einkaufsorganisation, das hängt dann wiederum auch vielleicht als kleines Beispiel mal sehr eng mit den Zahlen der Praxis zusammen, mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Also nehmen wir jetzt mal an, man kauft einen Großteil der Waren, habe ich jetzt erlebt, in einer dermatologischen Praxis, die auch Faltenunterspritzung mit Botox macht, die dann in dieser Phase einmal im Jahr Botox bestellen. Und diese Botox-Bestellung kostet dann, nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt 20.000 Euro. Und diese 20.000 Euro werden dann komplett in dem Quartal gebucht von dem Steuerberater, denn wann sie angefallen sind. Und das ist natürlich, wenn ich mir jetzt rein die Zahlen anschaue und sehe plötzlich eine Buchung von 20.000 Euro und ich weiß jetzt nicht, was ist das? Und kommt das einmal vor? Kommt das jedes Quartal vor? Wie gehe ich mit dieser Zahlung um? Reißt das vielleicht eine Lücke in meine Liquidität? Das heißt, da könnte die Bank nachfragen, da kann natürlich auch gerade wenn ich dann eine neue Investition tätigen will, da kann der Steuerberater nachfragen und so weiter. Also diese Fragen, ihr seht, das hängt durchaus miteinander zusammen. Und wenn ich den Einkauf vernünftig plane, kann ich vielleicht auch im Quartal bezahlen, ich kann aber auch im Quartal bestellen, ich kann aber auch sagen, ich muss einmal im Jahr bestellen, weil ich vielleicht Rabatte bekomme oder sonstige Dinge, wie es jetzt in dieser Praxis der Fall war, aber den Einkauf darauf abzustellen und das eben auch langfristig mit in die Planung mit einzubeziehen und auch rechtzeitig der Bank oder dem Steuerberater zu benennen. Ja. Das sind so die Themen, mit denen man sich zum Beispiel bei Einkauf beschäftigen muss. Und wer macht das dann? Muss das immer der Arzt, die Ärztin machen? Oder gibt es ja vielleicht auch kompetente Mitarbeiter? Oder kann ich vielleicht, ihr wisst, das sage ich auch immer wieder, meine Mitarbeiter dazu befähigen, das zu tun? Und da muss man sich einfach mal mit in Verbindung setzen, beziehungsweise mit auseinandersetzen. Ja, und Patientenorganisation, genauso ein wichtiges Thema. Viele gehen ja immer noch dazu über, zu sagen, ich habe keine Einstellung von Patienten, also Einbestellung von Patienten. Ich nehme die Patienten einfach so, wie sie kommen. Aber eine Terminsprechstunde wird natürlich auch dann wichtiger, wenn ich langfristig andere Dinge in die Praxis einführen möchte. Wie zum Beispiel das Thema Videosprechstunde, die ich dann vielleicht auch mit einem elektronischen Online-Terminkalender führe, der automatisch mit dem Thema der Videosprechstunde verbunden ist, der dann auch unmittelbar in meine Praxissoftware angeschlossen ist und integriert ist. Also diese Themen sind einfach wichtig zu besprechen, entweder bei der Gründung natürlich von vornherein, das macht es dann einfach, weil man diese Themen anhand von Checklisten sehr gut abarbeiten kann, aber natürlich auch in bestehenden Praxen. Also wenn es zu einer Übernahme kommt oder zu einer langjährig etablierten Praxis, indem man sich dann die Frage stellen muss, an welcher Stelle setze ich diese Dinge in die Praxis ein und wie können wir das gut einführen, ne? Also und dann etablieren. Und deshalb ist es wichtig, das Praxismanagement von vornherein auch zu organisieren, auch mit Mitarbeitern. Und ein großes Thema für mich, und das ist, glaube ich, nicht nur in der Praxis so, sondern auch im richtigen Leben natürlich, ist das Thema Kommunikation. Also das größte Thema ist, glaube ich, nicht nur in der Partnerschaft, dass man aneinander vorbeiredet, sondern dass man in der Praxis auch aufgrund der Gegebenheiten in der Praxis, also viele Patienten und wenig Zeit miteinander zu reden, dass man in der Praxiskommunikation eben, die Praxiskommunikation eben sehr klar deutlich macht. Da gibt es immer auf der einen Seite den Außenauftritt, wie ich ihn benenne, also Webseite, die Expertise deutlich machen, Personal Branding, wie werde ich außen wahrgenommen, vor allem wie will ich nach außen wahrgenommen werden. Also diese ganzen Themen, das haben wir in einem anderen Podcast oder auch mit dem einen oder anderen Referenten schon mal ein bisschen deutlicher gemacht. Aber mir kommt es eben auch nochmal auf den Auftritt nach innen an. Also der Auftritt nach innen ist natürlich in zweierlei Hinsicht nicht unwichtig, weil er einmal darum geht, was für eine Philosophie vertreten wir hier in der Praxis. Also wie möchten wir nach außen über unsere Praxis wahrgenommen werden von den Patienten. Wofür stehen wir? Was sind wir für eine Praxis? Und damit meine ich jetzt nicht insbesondere, ich weiß jetzt neu,
den Praxisraum, den Podcastraum gewechselt. Jetzt bellt nicht mehr der Hund, aber jetzt klingeln hier im Hintergrund die Kirchenglocken. Immer wieder was Neues, so ist das Leben. Es geht eben nicht darum, welche Facharztrichtung habe ich jetzt, sondern es geht natürlich darum, wie komme ich bei den Patienten an, für was stehe ich? Stehe ich vielleicht in der obersten Instanz für eine alteingesessene Praxis, die das macht, was immer gemacht worden ist? Stehe ich vielleicht eine Praxis, die gerade im Umbruch ist? Stehe ich für die Modernisierung in der Praxis? Stehe ich schon für die moderne Praxis? Habe ich eine klare Patientenorientierung? Bin ich eher präventiv ausgerichtet? Bin ich eher im Bereich der vielleicht auch fehlt mir gerade das Wort, ihr seht, ich druckse gerade ein bisschen rum, holistisch, also ganzheitlich, das wollte ich sagen, genau, bin ich so ausgerichtet, also die Wahrnehmung nach außen, der Spirit dieser Praxis, also das Warum der Praxis, ne, das kann man natürlich auch in diesem Innenverhältnis mal schön im Team-Meeting mit seinen Mitarbeitern klären. Also wie schaffe ich es, Impulse zu setzen, wie schaffe ich auch Eigenverantwortung und an meine Mitarbeiter weiterzugeben, ne? Also das Teamverständnis. Diese Themen sind wichtig und das Team spielt natürlich gerade bei der Betrachtung innen eine Rolle. Und deshalb, das habe ich ja gerade gesagt, ich gehe noch mal ein bisschen weiter darauf ein, können die Mitarbeiter Ideen, eigene Ideen einbringen? Ist das gewollt? Lasst ihr das zu, ne, dass Mitarbeiter so sind? Ich würde immer sagen, ja. Ich frage es eben immer nur, wenn es gegen eure Ideen ist, ob es dann immer noch so gut sich anfühlt, wenn ein Mitarbeiter mal eine andere Meinung dazu hat und vielleicht ihr vorher beschlossen hat, dass ihr agil miteinander umgehen wollt, also auch patientenorientiert arbeiten wollt. Ne? Und dann kommen diese Fragen eben auf. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich über mal dieses innere Verständnis Gedanken zu machen und da eben auch mal das Team mit einzubeziehen. Also ein Team-Meeting zu machen, mit dem Meeting, mit dem Team gemeinsam etwas zu erarbeiten. Dann eben auch das Verständnis dafür zu haben, dass man damit die Eigenverantwortung des Mitarbeiters für das Unternehmen stärken kann und jeden mit einzubeziehen und den Auszubildenden oder die Auszubildende eben genauso wie die etablierte Mitarbeiterin oder den etablierten Mitarbeiter und eben nicht etwas vorgeben. Ich habe mir mal was überlegt, so wollen wir das jetzt machen und das müsst ihr ab jetzt ganz toll finden. Nein, ganz im Gegenteil. Mitarbeiter selber auf Ideen kommen lassen, an Ideen anstoßen, aber natürlich auch die Ideen aufnehmen und es vielleicht auch mal sacken lassen und vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen später nochmal aufbereiten. Ihr merkt, das hat nicht immer nur was mit einfach morgens in die Praxis gehen zu tun und dann nachmittags wieder nach Hause gehen und dann sich darüber zu unterhalten, wie viele Patienten habe ich behandelt oder vielleicht sogar noch zu schimpfen, dass es heute wieder zu wenig oder zu viele gewesen sind. Also diese ganzen Themen in der inneren Darstellung oder in der inneren, im inneren Verhalten der Praxis. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, gerade mit dem Team, wenn wir über das Thema innerhalb der Praxis sprechen, auch über die Frage zu sprechen, wie teile ich denn Aufgaben ein in der Praxis? Also welche Ausbildung möchte ich meinen Mitarbeitern zukommen lassen? Welche Ausbildung bringt der oder die Mitarbeiter schon mit? Wer macht diesen vorhin schon besprochenen Einkauf? Wer übernimmt Schulungen? Wer übernimmt die Terminkoordination? Und natürlich letztendlich, wer kümmert sich auch immer wieder natürlich um das Thema Digitalisierung in der Praxis? Gibt es da jemanden, der da besonders für geeignet ist und der dieses Thema auch immer mal wieder einbringen kann oder zumindest über Neuerungen informiert? Und ganz viel aus der Praxis jetzt hier, es muss nicht immer der Chef, die Chefin sein. Also es gibt sehr, sehr wohl Praxen, da gibt es ausgewählte Mitarbeiter dafür, die genau diese Themen und auch das Thema Digitalisierung auf der Karte stehen haben, um eben gesagt zu bekommen, du bist dafür verantwortlich, uns dafür oder darüber zu informieren. Und das ist schon mal eine Grundlage, was alles noch dieses Jahr oder überhaupt in Praxen auch passieren kann, damit eine Praxis langfristig auch zukunftsfähig bleibt. Bevor ich das nochmal so ein bisschen zusammenfasse, gibt es eben eine Sache, auf die ich immer wieder hinweisen kann. Das ist eben die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen, also sowohl Mitarbeiter als auch Chef, also Arzt, Ärztin in der eigenen Praxis. Das ist eben die eigene Entwicklung in der Persönlichkeit und nicht nur in der Persönlichkeit, also wo ich dann eben sage, wir sprechen immer
davon, von dem lebenslangen Lernen. Auch das hört ihr von mir nicht zum ersten Mal. Es ist immer dann, wenn du in einer Disziplin schon mal Meister warst, bist du wieder Schüler in einer anderen. Und das muss man sich auch mal eingestehen können, dass man Themen nicht kennt und sich mit Themen neu auseinandersetzen muss. Ich kann euch jetzt gerade sagen, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt gerade selber mache, dass es viele Themen gibt, mit denen ich mich heute tatsächlich zum ersten Mal auseinandersetze. Aber ich habe gelernt, dass ich eben nicht alles können muss. Ich habe vielleicht die Verantwortung dafür, aber es gibt eben durchaus sehr, sehr kompetente Menschen da draußen, die man sich dazu holen kann. Also ich muss nicht alles selber wissen und ich muss auch nicht alles selber entwickeln. Aber ich habe in meiner Verantwortung eben, wie aus dieser berühmten Adlerperspektive eben auch den Blick darauf und suche mir die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten kann. Und ich kann euch sagen, dass durchaus das Thema Telemedizin auch für mich jetzt gerade nochmal eine sehr, sehr große Herausforderung ist, die ich annehme, die mir super viel Spaß macht, aber die natürlich auch Neuerungen einbringt und die mich auch immer mal wieder die Hände vors Gesicht schlagen lässt, indem ich dann sage, wie kommen wir da an der Stelle jetzt weiter? Aber es gibt eben dann, wie gesagt, Menschen, mit denen man im Netzwerk sprechen kann, mit denen man sich austauschen kann und dann ergeben sich Lösungen. Das ist wirklich wichtig. Deshalb, also nicht nur persönlich dazu lernen, lebenslanges Lernen, sich weiterentwickeln. Wie kann man das tun? Bücher, Podcasts, es gibt die Möglichkeit, Seminare zu besuchen. Und ich würde immer mal raten, außerhalb der Medizin zu gucken, weil auch da lernt man sehr, sehr interessante Menschen kennen und einfach über den Tellerrand hinaus. Und dann gibt es natürlich immer auch die medizinische Entwicklung. Aber das seid ihr gewohnt, das ist sowieso für den Mediziner, gerade in der ambulanten Praxis, unendlich wichtig. Da meine ich jetzt nicht nur die CME-Schulung, die ihr machen müsst, wenn ihr dann einmal fachärztlich unterwegs seid oder ihr euch weiterbilden müsst, sondern überhaupt Interesse zu haben an einem Thema und das auch weiter zu vertiefen. Und da liefert natürlich auch wieder das Thema Digitalisierung und digitale Prozesse jetzt gerade in der Corona-Zeit wirklich gute Möglichkeiten dazu. Und es gibt auch tolle Bücher zu diesem Thema, wo ihr einfach auch mal reinschauen solltet, auch ruhig aus als Etablierte. Und ich weiß ja aus euren Rückmeldungen da nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Mails, die ich immer bekomme, auch von etablierten Menschen, die diesen Podcast hören. Setzt euch ruhig mal mit dem Thema auseinander und geht mal in diese Themen rein, was künstliche Intelligenz heute schon alles kann und was auch wirklich zu einer wirklichen Verbesserung der Diagnostik und dann irgendwann natürlich auch zu dem Thema Präventionsmedizin führen kann. Es gibt übrigens da jetzt gerade einen neuen Referentenentwurf und der ist hochinteressant zum Thema Digitalisierung, gerade für Pflege und Prävention. Aber das werden wir dann sicherlich in diesem Jahr nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich habe mir überlegt, ich stelle den mal irgendwann vor und dann reden wir mal ein bisschen Tacheles. Zusammenfassend sind das so ein bisschen die Erfolgsfaktoren. Die gibt es schon mal in einer Podcast-Serie, da gibt es auch ein schönes Whitepaper zu von mir, wenn das interessiert, einfach nochmal eine E-Mail schreiben. Also diese 5 Erfolgsfaktoren, das sind langfristig die, die aus meiner Sicht für den Arzt in der eigenen Praxis, für die Praxisgemeinschaft, fürs MVZ, für die Versorgungssituation sehr, sehr wichtig sind. Das ist das Thema Patientenorientierung, das ist das Thema Arzt als Coach, das ist natürlich das Thema Multiple Care, also sektorenübergreifende Versorgung. Das ist das Thema, das habt ihr heute wieder gehört, Arzt als Unternehmer, also sehr, sehr flächendeckend und nicht nur medizinisch tätig zu sein, sondern in der Praxis zu agieren. Und natürlich, eine der Erfolgsfaktoren der Praxis ist das Thema Digitalisierung. Und damit schließe ich den heutigen Podcast und freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Interview mit Jasmin Wenz. Freut euch drauf, geht um das Thema ärztliche Abrechnung. Sehr, sehr informierte Frau, junge Frau, aber super engagiert und kann das Thema wirklich sehr, sehr gut rüberbringen. Also freut euch drauf, nächste Woche gibt es den Podcast mit Jasmin Wenz. Jetzt wünsche ich euch guten Start ins neue Jahr nochmal, bleibt unternehmerisch und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, ciao.